Marktliquidität ist das Geld, das im Markt drin ist. Das ist Geld, das reell vorhanden ist und nicht nur virtuell. Und dann kann man da gute Deals abschließen. Die Marktliquidität bezeichnet, wie einfach es ist, ein bestimmtes Finanzinstrument zu kaufen oder verkaufen. Bei einer hohen Marktliquidität wird für die gewünschte Transaktion schnell eine passende Gegenpartei gefunden. Andererseits gilt, je schwieriger und langwieriger sich die Transaktion gestaltet, desto geringer ist die Marktliquidität. Die Marktliquidität wird also durch die Zeit und Kosten bestimmt, die beim Kauf oder Verkauf entstehen. Frau Professorin Gibson-Brandon, schwankt die Marktliquidität nur von Markt zu Markt oder auch im Zeitverlauf? Sie können sich in der Zeit verändern. Zum Beispiel, wenn die Prognosen optimistisch sind für die Ökonomie, dann ist die Marktliquidität hoch. Wenn die Prognosen sehr schlimm sind, ökonomisch oder politisch, dann tieft sich die Liquidität und man kann Aktien nicht leicht kaufen oder verkaufen. Das war der Fall zum Beispiel während der Subprime Financial Crisis in 2007. Wie hat der technologische Wandel die Marktliquidität beeinflusst? Also die Technologie spielt eine wichtige Rolle und sie macht den Markt immer schneller und schneller. Man kann in weniger als einer Nanosekunde jetzt Transaktionen durchführen. Es gibt sogenannte Hochfrequenz-Handlers, High-Frequency-Traders, und sie machen 70% des Volumens in Amerika auf dem Aktienmarkt. Akademische Studien haben gezeigt, dass diese High-Frequency-Traders die Liquidität generell verbessern, aber wenn sie ihre Strategie verändern, können sie die Liquidität verhindern. Was gilt es für private Anleger beim Thema Marktliquidität zu beachten? Die Marktliquidität ist sehr wichtig, weil in einem liquiden Markt ist der Preis ein gutes Signal, ein gutes Indikator des fundamentalen Wertes einer Firma. Wenn es viel Unsicherheit gibt, dann ist die Marktliquidität gering und der Preis ist nicht ein gutes Signal des Wertes einer Firma.